für deine Gnädig gehabt, dass ja die erste Messe nicht versandt. Glaubt einer, dass ich noch ins Kira gehen is und dass Frau mit ihren sind? Ja, denen wollen wir ins hin. Die Teufel machen unseren Herrgott noch selbst zum Kuppler. Bei mir muss in der Kira ruhig sein. Dann gehe ich alle, weil in die zweite Miss. Zwar Nadal an einem Stingel, das ist mir und mein Schutz. Und da findet kein Ritter dazwischen am Platz. Frau mit? Nur daheim? Ich war im Garten gewissen. Ich weiß, wer was da wart, macht sich gern schaffen. Es vergeht die Zeit dabei. Kann schon sein. Du kommst mir gerade zurecht. Ich hätte mit dir was zu reden. Jessas, die Ehr. Der Großknecht, bei dem Kadieren im Hof ja aus ja echt nichts anderes gehört hat wie Guten Morgen und Gute Nacht. Wenn du auch, was ich schon lange weiß, keinen Respekt vor mir hast, so könntest du da die Faxen lassen. Das ist ein dummer Spaß. Du kannst es auch nicht erwarten, wenn noch ein Tischgebet still ist und ich meinen Löffel sauber putze, bevor er als Erster in die Schüssel fass. Alle können nicht auf einmal in die Schüssel fassen. Einer muss der Erste sein. Und das ist mein Recht. Dafür bin ich Großknecht, merkt das. Die Welt voller da nicht zusammen, wenn das Essen so aufrichter am Tisch kammert. Und jeder seinen eigenen Töller hebt. Das weiß jeder, dass du was extra sagen möchtest. Das liegt im Blut. So war deine Mutter auch. Na, du wirst es wissen, wie meine Mutter, Gott hab sollich, gewesen ist. Ich glaub schon. Und wegen derer Pflege würde ich mit dir reden, bevor es spät ist. Wir zwei, ich und sie, sind miteinander aufgewachsen und entschuldigen. Später sind wir dann gleich zum Kreuzwegbau in ihr. Kein Wunder, dass ich damals der junge Bursche in sich verschossen war. Freundlich ist gerne mir. Und da viel saubere Tieren. Du bist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Gleichwohl war es noch sauberer wie du. Sauber war es. Viel sauber. Erzähl weiter von der Mutter. Zuerst ist alles gegangen, wie es recht ist, und der Liebsleid mit ehrlichen Absichten. Aber dass ich das sage, damals ist gerade der alte Kreuzwegbauer gestorben. Und zwei Buben waren da. Der ältere, der Jakob, dem alles gehört hat, und der jüngere, der Matthias, der halt mitgearbeitet hat in der großen Wirtschaft. Der Jakob, der damalige Kreuzwegbauer, der hat es gern mit den Weibsleuten gehalten. Da hat nachher das Pfeifen gewisse Worte angesetzt hat. Sollte deiner Mutter auch noch stehen. Mein Gott, die Weibersleute sind alle weißer drin. Was ich da beim Arm in der Schand gebracht hätte, das war mit einem reichen, vornehmen Ehe. Sie ist bald mit ihrem gegangen. Ich bin damals reiner Blind Tobias gewesen und kein Engel ist gekommen und hat mir mit den Fischplatten die Augen ausgewischt. Was sie mir ins Gehör gekriegt haben, ich habe nichts davon geglaubt. Erst, wie ich gemerkt habe, sie weicht mir aus, da habe ich der Sache auf den Grund gegangen. Froni, habe ich gesagt. Sie hat so geheißen wie du. Froni, habe ich gesagt. Du bist schon mit dem Bauer bei den Leuten geredet. Du hast das Maul verzogen und gelockt und gesagt, wenn's war, gang's wen was an. Na, sag ich, gang's mir nichts an. Sagt sie, die am allerwenigsten. Ist zwischen uns zwei was vorgefallen? Na ja, sag ich, nichts Unrechts nicht. Da straft ihr vierter Glatt und sagt, aus ist. Auf das sag ich, vierte nicht. Heute noch stelle ich aus dem Dienst. Der Kreuzwegbauer, der wird nicht gern los sein. Der hat die umso sicherer. Ich bin in der nämlichen Nacht noch fort. Es ist mir schwer ums Herz gewesen, wie noch nie in meinem Leben. So bin ich da hergekommen, da her auf dem Adamshof, wo ich jetzt noch bin.
Hast du nicht mehr um sie umgeschaut? Aber ja, ein Jahr drauf habe ich gehört, sie ist mit einem Bullen wieder gekommen. Das war dein Bruder, von dem man jetzt nicht weiß, was aus ihm geworden ist. Gleichwohl war es noch ein lebendes Tier. Da bin ich unbedingt zum Kreuzweghof und habe mit ihr geredet und habe ihr gesagt, Froni, schau, sei gescheit. Du bist wohl jetzt in der Schande, aber trau mir, ich nehme die Bock noch. Der Bull soll aufwachsen bei uns, was braucht denn so ein Haserl? Da hat es gerät und gesagt, du bist mein rechter Freund. Ich komme zu dir. Heute noch reden mit dem Kreuzweg drauf. Vielleicht hat es mit ihm. So viel ist gewiss, aber der wird schön gelacht haben über den Simpel, der sich nächstes Jahr einen Kuckuck kaufen will. Aber die Frau war ihm noch zu neu. Einmal hat er es angesetzt und da bist du gekommen. Und sie ist wie früher die Zuhälterin vom Bauerkrieg. Von dem, was dann später gekommen ist, müsst Markus vielleicht selbst wissen. Ein paar Jahre sind vergangen, wo es dir und dein Bruder auf die, mit den Hirnen, mit den Gersten umrennen lassen auf dem Kreuzweghof, weil es aber da drin seid. Auf einmal hat es geheißen, der Kreuzwegbauer hätte den Mund eigentlich da drin geholt und hat sich drum mit seinen Leuten gestritten. Und auf einer heißen Bieren, wo er dein Bruder auch mitgenommen hat, da hätte er alles ins Reine bringen wollen. Er ist aber krank geworden und wurde im Spital gestorben. Deine Mutter, die sich darauf verlassen hat, dass da eine Schrift ist oder dass im Bauer sein Wort gilt, die hat drum einen Prozess angefangen. Der Matthias, der nach dem Tod von seinem Bruder der neue Kreuzwegbauer und immer Vormann geworden ist, der hat dabei zugeschaut und deine Mutter am Hof lassen. Kein Testament hat sie aber nicht gefunden. Und wie das war, da hat er euch ausgejagt in Eulen und in Schand. Warum erzählst du dem Kind die Schand seiner Mutter? Dass du ein Beispiel nimmst. Du bist auf dem Weg, die nämliche Dummheit zu machen. Das ist nicht der erste Sonntag, den du, wenn das Gesind in der Kirche ist, da hinter den Garten schleißt und auf den Bauernsohn wurzt. Das ist nicht der erste. Aber der letzte, wenn du gescheit bist. Du wirst so wenig da bei Eiren und Adamshof, wie es dein Mutter drüben im Kreuzweghof geworden ist. Ich weiß nicht, warum du dich auch so bringst, nur wenn mich der Toni gehen hat. Aber das hat doch der Bauernsohn doch nicht gesagt. Das ist ihm schon verklagt, bestimmt wurde die Reszenz vom Kreuzweghof zu freien. So muss unter dann der Nugret sein. Aber der Toni kann doch nicht mehr sein. Der Toni kann nicht Jo sagen. Aber nein, muss er da auch nicht gesagt haben. Es ist höchste Zeit, dass du ein Ding schmierst und von da gehst. Denn in Ehren ist wie wieder Kaffee vorbei. Ich danke dir schön für den guten Rund. Ich weiß nicht, wieso du dich so drum annimmst. Ich bin deiner Mutter, Gott hab sie selig, ihr rechter Feind werden. Es hat es keiner so gern gehabt als ich. Sie, die so vor mir stehen, da glaube ich, sie könnte sein, meiner Söhne. Aber da ist ihr klutziges Tun und Wesen. Das hast ganz für ihr, aber leg's ab. Sie leiten mir schon die zweite Messe. Ich muss jetzt gehen. Ich habe schon mehr geredet, als was da vorher in der Kirche einpredigen kann und habe da alle alten Geschichten in mir aufgemischt. Da habe ich ein Feigerl vom Boot, wo wir das erste Mal vertraulich miteinander geredet haben. Und da kein Blabel weiter, da ist die wilde Rosen von dem Strauch für ihren Grab. Und wenn ich das Birkel in der Kira so vor mir hinlege, da sieht es ordentlich vor mir liegen, die Platzeln, wo ich meine Deck verkauft habe. Und da wundere ich mich, wie man auf nur 4 Stunden Umkreis im Land so viel erleben kann. Und da steht alles vor mir, wie wenn es gestern drin war. Und da frage ich mich,
ob es mir recht war, wenn ich alles das nicht erlebt hätte. Und es soll alles anders sein, wie es ist. Da schaue ich meine zwei Biermüll und sage, nein. Und da wird es mir so warm unter dem Brustfleck und inwendig in mir ganz stark. Das sind meine Sonntag. Jetzt blüht ich auf, Ronny, und überlegt mein Geld. Überlegt einmal, Red, und lass der Trutzig gewesen sein. Da bin ich aber mal. Und ist Vaters oder Mulders schuld, die meine gewiss nicht. Und hat sie ihm sein Herrgott zulassen, so wie er ihm gerade so lieb sein wie es, der wo sakramentalisch auf die Welt kommen setzt. Narrische Mieren. Nicht, dass ich drauf versessen war, wenn es dir nicht ansteht. Aber der Leitling möchte dir, dass du jetzt alle Tag zu diesem Kreuzweg aufhörst. Sind sie alle gesehen, wie haben wir es gehen. Mir ist recht zu, wenn du die Rose einspannen lässt. Wie war, wenn du es so willst, ob du es also sein. Toni, du meinst Toni, wir werden in Quartier Quartier gesehen. Wieso bist du denn nicht kennen? Was will er denn? Du weißt schon, was mit mir vorhaben. Sei gescheit, Froni. Ich muss mit dir noch in der Kam drüber reden. Du musst mit mir noch in der Kam reden? Könnte sein, dass das, was du mir zu sagen hast, bei der da nicht leicht kann. Aber es ist ja gar nicht mehr notwendig, dass du redest. Dagegen, was ich da jetzt sagen will, das kann die ganze Welt hin. Halt's mal, Gieren. Misch dich da nicht rein! Geh du mit der Gräste ins Garten. Ein Disput mit der da schickt sich nicht vor deinem künftigen Weib. War das in der Dissens lieb? Geh nur zu, du kommst wohl bei davon. Hier jetzt rein die da am Hof. Wir werden gleich fertig sein miteinander. Schon recht, Kreuzweghofbauer, dir wieder Wort. Du musst da überall dabei sein, wo ein Unglück für mich und weg ist. Ich geh du nicht auf. Lern lieber Demut. Ich sicher Madern sag nur ein Unheil. Und das bist du selber. Obwohl ich nicht mehr dein Vormund bin. Wofür ich Gott dank. Dass er mich von der Last erlässt hat. So gib ich dir da als Christ einen guten Rat und sag dir, schnier dein Pinkel, wir niemand in Versuchung und geh von da. Je älter, je lieber. Ich weiß schon selber, was ich jetzt zum Tun habe. Adamshofbauer, wenn dir der Kreuzwegbauer, der hier jetzt da auch schon Sohn hat erlaubt, so war es mir recht, wenn es mich gleich heiden aus dem Dienst darstellen müsstest. Grüß dich, Domini! Wer soll mir was erlauben auf meinem Hof? Sternsakra! Kann hat mir recht. Das, was ich da sage, das gilt. Und was ich sage, das weg. Und wenn ich sage, du verbleibst deine 14 Tage, so verbleibst. Das war ein Blödsinn. Ich sage, sie geht auf der Stelle. Tausendelement. Jo. Wenn ich sage, du gehst auf der Stelle, so gehst auf der Stelle. Ich darf ja locker über dich, wenn es mir so ein locker war. Adam, so Bauer, bist du an den Herz sagst. Gleichwohl möchte ich da wissen, was eigentlich deine Meinung ist. Die 14 Tage Hühnfrist, die Götten oder es auf der Stelle gehen. Du gehst gleich, oder willst du gleich Unfrieden stiften zwischen mir und dem Schwäger? Ah, schaut fix, das gibt's nicht. Das zeig ich jetzt. Deine Mutter lass. Lass ruhen, Gott lass ruhen und verzeih ihr das Sinn. Hat Abend Kreuzweghof Unfrieden gestiftet. Und du bist ganz ihr Kind und hast auch das verirrt, dass du dir einen Reichen anhängst. Du verschimpfst meine arme Mutter im Grab. Herrgott, und wenn das meine letzte Stunde war, Kreuzweghofbauer, das schenke ich dir nicht. Reich bist, davon nimmt dir keiner was. Aber wenn die Armut kann schauen, soll sie der Reichtum kein Erz nennen. Doch sei du ehrbar und fromm in der Anvergleich. Ich glaube nicht an der Ehrbarkeit, und nicht an der Frommheit, von Kind auf nicht. Wenn ich daran denke, wie mir alle Wahl, wo du einen Fuß hingesetzt hast, weit weg ummessen, da ist mir gewesen, als ist ein schlechtes Gewissen. Als Kind hast du uns wegen dem nicht ausgestehen, weil du an uns versündigt hast. Nimm die Nacht, Dirn. Nimm die Nacht, was du sagst. Was willst du damit sagen? Weißt du leicht was? Na, Kreuzweghofbauer. Aber ganz leicht ist mir ums Herz, weil das heraus ist, was mir schon so lange drückt. Wisse dich so gut wie der Herrgott, was du in deiner Angst aufgebetzt. Glaubst du, ich hätte gewartet bis heute?
Aber das weiß ich mir. Ich tue dir kein Unrecht. Und ich hoffe, die Kinder noch drauf. Bauer, ich danke dir schön für den Dienst. Und jetzt füllt den Gott miteinander. Sacker, die Dieren hat er gewaschen. Die hat jetzt recht schaffen, Putz. Aber feine Stimme hat's. Ich hör's gern. Schade, dass es nicht weitergeredet hat. Schwieriger wie ich's. Hast nicht ein bisschen was zu anschaffen in meiner Wirtschaft? Aber wie bloß das geworden bist. Hat gar der Wühling den Nagel am Kopf getroffen? Fiegst du vor ihr? Da! Ich bin der Bauer von Kreuzweichhof. Den der Pfiff mir wohl mich. Unser Herrgott lässt es nicht zu, dass er an der zu schanden wird. Er weiß, was ich für ihn getan habe. Wie viel Messen ich gestift und was ich der Tiere erkennt habe. Und dass ich noch ein gutes Werk in Sinn habe mit meinem Bullen. Dann werden die zwei Anwesen brauchen und gehören meiner Tieren. Das deine der Tieren, das meine gehört für alle Zeiten, neun Tage. Mein Bullen klingt heute noch. Ich habe ihn vor Kind auch nicht mehr gesehen. Das war mir recht, wenn wir Fremder dabei war. Wenn wir das erste Mal wieder verdauen können. Ja, ich bin schon dabei. Schickpunkerl, zum Zehn, wie geht's denn auf der Alm? Ja, ist echt gut. Der Hasel lässt dich schön grüßen. Was hast du in der Flasche? Was muss mir einmal kosten. Das ist etwa aussaugt. Und ich hätte nachher nichts. Das ist ein Weihwasser. Ein Weihwasser? Habt ihr etwa eh genug auf der Alm? Freilich nur. Aber das ist für mich allein. Das ist ein Trinker. Jesus! Der trinkt! Also glaubst du vielleicht, ich bin ein Heid und hätte keine Religion. Eine Predigt verstehe ich nicht. Beten, da merke ich mir nicht. Und eine Betbibel kann ich nicht lesen. So nehme ich alles Christentum inwendig. Du bist ein Haufen Christ! Schau, da kommt die Froni. Und der Pinkel tragt's auch. Gehst leicht fort. Wegen was? Ist leicht wahr mit Toni und der Christenz vom Kreuzweghof? Heiratest und lass du dich sitzen. Schau, nimm ihn Muckerl, sie ist ein feiner Boy. Ja, ich nimm dich schon. Du gefällst mir schon lang. Das war da nicht. Was ist aber lustig seid, wenn einer traurig ist. Oh je. Reiß dich da zusammen, Kinder sind zu rehren. Bist du sind's so stark? Rehren die geschaffen's nicht, weil es mir weh ist, sondern aus Zorn. Jesus, du Zorn, Binky. Sei nicht gleich beleidigt. Wir sind alle gute Kameradinnen gewesen. Wir müssen das schon zum Abschied ein Gestanzel singen, dass das Herzl aufgeht. Mein Schatz ist recht sauber, noch sauberer bin ich. Und er heiratet's nächst, doch ein andere als mich. Es sind so alt, es bleibt so alt, doch alt sagen wir ein Klump. Hopper! Fett, so kriegst! Hey, es! Herz! Ist der Kreuzwegbauer schon fort? Herd kann's! Ich hab mit einem Fett nicht ein Gespür. Kommen Sie noch lieber her, da haben wir schon die Richtige. Ich steh drin. Ist der Kreuzwegbauer schon fort? Gerade muss er fortgefahren sein.
Da holen Sie nicht mehr ein. Was ist denn dir? Du wischst dir die Augen und zum Gehen bist du auch schon fix und fertig. Ist halt doch so, wie man gesagt hat. Habe ich das schlecht gemeint? Vergelt das Gott, Großknecht, wie ehrlich du es mit mir gemeint hast. Gehst halt zu der Hallo. Ich tue es zwar nicht gehen, kannst du so denken, aber ich muss wohl. So schnell finde ich kaum das Hinterkämmer. Beim Herweg habe ich den Herrn da getroffen. Er meckert zum Kreuzweg hoch. Es geht eh dein Weg vorbei. Kannst du auch ein paar Groschen Wegweislohn verdienen, wenn du ihn führst? Ist mir recht. Aber ich tue es nicht der Groschen wegen, sondern um Gottes Lohn. Aber Gesellschafterin werden sie dann mehr holen. Bei mir ist es nicht lustig. Mir auch nicht, liebe Dirn. Geben wir uns die Hand, dass wir einander nicht als zuwidere Leute verschreien wollen. Bis wir uns ein andermal und ich hoffe fröhlicher gesehen haben, als heute auf dem Weg nach meines Vaters Hof. Dein Vorderse Hof? So warst du leichter Student, wenn sie Dr. Worten, der Werner Franzl? Ich heiße Franz Ferner. Dann geh alleine mit. Ich führe dich nicht. Der Vater ist mein und meiner Leib Todfeind. Ich leide gerade unter dem, was er mir die letzte Stunde wieder aufgehört. Ich gehe keinen Schritt mit dem, sein Sohn. So sag mir doch, wer du bist. Ich heiße Veronika Burger. Die ist's. Ich hab's befürchtet. Mein erster Tritt auf heimatlichen Boden macht die Vergangenheit wieder lebendig. Es ist doch eine schöne Sache, Burgerlis, nach langer Zeit wieder da bei euch zu sitzen, unangefochten wieder heim. Gott, was für eine reiche, weite Natur! Und was für arme, beschränkte Leute um sie. Du musst nicht groß tun, Levin. Du bist ein gescheiter Mann, ich weiß. Aber ich schau dir da schon jahrelang zu, wie du dein Fressen oder ein Papier mitbringst. Statt dass du da fein mit zulangst. Könnte ich's denn riskieren, dass ich komm, ohne Proviant, da zu euch? Könnt ihr vielleicht heim an dem Tag noch eine Treffene war? Na siehst, du bist auch so ein Bauchfrommer. Und hätt grad tiefe Gescheiter gehalten. Mein, was hilft alle Gescheitheit gegen eine alte Satzung? Wer wird's gewähnt? Wer gibt mir einen neuen Magen zu der neuen Speis? Na lieber Levi, mit euren Magen ist gerade so mit denen ein Rekipf. Möcht sein, Burgerlis, kennt vielleicht seiner Wahrheit. Aber ich muss dir sagen, seht sie mir zu schon jahrelang, seh ich ihr auch zu, auf kein kürzere Zeit. Eine gescheite Frau war sie immer, aber sie war nix so nachdenklich wie jetzt. Hat jedem gelassen bei dem, was er denkt, und hat nix ihre Meinung aufgedrängt. Aber das taugt nix, Burgerlis. Euer Geschäft taugt das gar nix. Wollt ihr alle Leute so denken machen wie ihr? Gott meiner Väter. Lass mich aus mit dem Gott der Väter. Den habt ihr das alte Schippeln da nur für die Weiber aufgebracht. Damit sie Zucht halten und nicht auf die Jüngern daneben schauen. Was ich sag, sagt den anderen sowas, der euch nix kennt, nehmt das für übel und kümmt nichts mehr. Ist ein angenehmer, milder Tropfen.
muss man sich doch nicht Zeit gewähnen. Kommt man zu euch, das abwechslich bald ihr schneit habt, bald euer Wein. Früher war Wein und Wirtschaft gleich angenehm. War eine schöne Zeit gewesen damals. Ist man gekommen, ist man da gesessen unter den Bauern. Hat einer ja angefangen zu sticheln. Wein im Geheißen, im Arsch. Hü! Wie seid ihr ihm da gefahren übers Maul? Alles hat gelacht. Man hat gelangt in die Tasche. Hat gezahlt der Wein. Da war der Frieden hergestellt. Die Gläser haben geklungen und alles war wieder gut. Mein, aber jetzt? Freilich, seit meine Frau nicht tot ist und die jungen Leute weg, bin ich nur öter und traumhafter geworden. Das dumme Gesindel da herum feint mich an. Bin niemand mehr anständig. Mir zum allerwenigsten. Und haust du jetzt allein mit einem einzigen alten Baumknecht. Drum seid ihr auch geworden so viel nachdenklich. Und kommt da mal einer, so sprecht ihr euch gerne aus. Aber das taugt nichts, Burgerlis. Ich sag's nicht wegen mir, nein, ich komm zu euch, solange uns beiden der Herr das Leben lässt. Aber es tut mir weh, das kümm ich einmal. Ich find da alles so leer und es ist ein Ereignis, das einkehrt ist bei ihr tagüber der Jud. Wer nur dazu das Fressen im Papier mitbringt, da kann man fett werden. Werd ihr fett, Burgerlis? Sagt einmal aufrichtig. Werd ihr fett bei dem verdächtigen Volk, was bei euch kehrt ein, die Nacht über? Du meinst die Schmuggler? Sie sind meine einzigen Kundschaften, die da noch was sitzen lassen. Soll ich ihnen leicht die Tier weisen? Sie sind so unnötig nicht. Tier und Rauber sind sie. Von Urzeit geht Berg und Tal in einen Drum fort. Und die Grenzpfähle sind nicht wie die Bäume aus der Erde gewachsen. Freilich hat's manchmal vor, wenn einer Kind, Mutter Lies, versteckt's mich. Soll ich ihn ausweisen in seiner Hexennot? Ich kund's nicht. Ich weiß recht gut, ich verbessere das nicht in die Augen von den Leuten durch selbigen Zuspruch. Aber im Geschrei bin ich früher schon drin. Auf mehr oder minder kommt es mir nicht an. Und die paar Jahre, die mir noch geschieden sind, möchte ich da noch leben können. Weißt das, verstehe euch, Burgerlis. Müsst nicht selber sein, ein armer Teufel und obendrein ein Jud, dem Land, das ein Stück Brot muss suchen. Behüt euch Gott! Mir scheint, du bist vom Dernst austreten. Wo trittst denn jetzt ein? Ich habe keinen Dienst. Ah, nicht? Ist das so schnell gegangen? Der fromme Bauernsohn hat dich wohl sitzen lassen. Und jetzt ist der Handel ohne Gott und Glauben wieder gut freund. Traust du den her in die gottlose Wirtschaft? Hüt dich Gott an. Nein, du musst gleich rehren. Bleib nur da. Die Wahrheit verbrennt dich nicht wie die Sonne. Wirst nicht braun davon. War das leicht so schön, wie du von mir gerannt bist? Und soll ich vor Freude in Ohnmacht fallen, weil du jetzt kommst, wo du nicht aus warst? Und nicht kamst, was du an dem Ort wissest? Ich werde nicht lange auf der Schüssel liegen. Ah,
Meinetwegen nicht 3 bis 7 Jahre. Deswegen ist nicht. Verlang nicht so hab auf die, wenn ich nicht gespürt hätte, wie du mir angehst. Ei, du hast mir ja da gehen. Was tust denn wieder? Wirf mich nicht um. Freilich, freilich. Ich ist mein liebes Dirndl. Aber jetzt sei gescheit, bleib da. Ich hab eh keinen. Arbeit wird mir schon hart. Und ein freundliches Gesicht hat mir gut. Du musst früher weg sein, wenn du so zeitlich kommst. Der Briefdruck hat mir auf sein Wohnung mitgenommen. Ja, die jungen Dirndl nehmen es gleich mit. Dass er sich die Füße nicht vertreten. Unser einer kommt dann eben herrennen, bis an die Zunge aushängt. Was sagt keiner, alle möchtest aufsitzen. Du wirst noch alle mal so inne, wenn ich renne. Ist nicht anders geworden. Zahlt sich aus für die paar Jahre, die man lebt. Al, ich bitte dich auch schön. Sei nicht so frei, Mann. War mir recht das sehen, wenn ich noch ein Kind bin, wenn ich wieder in der Kirche gesehen habe. Dummes Ding! Wenn du mit solchen Vorsätzen kommst, ist mir lieber, wenn du gleich wieder gehst. Du machst mich nicht mehr katholisch. Glaubst du, ich bin das über die Nacht geworden, was ich bin? Da haben mehr Jahre dran gearbeitet, als du auf der Welt bist. Eine Nacht freilich hat es fertig gebracht. Die nämlich, wo deine Mutter mit den 2 Kindern an mein Tier gepumpert hat, weil es von meinem Bauer auch verjagt worden ist. Du meinst den Bauer von Greizweghof? Wieso gibt es den Spitznamen Meinetbauer? Ist das ein schwarzes Rätsel? Warum heißt die Österer Tier? Weil der Lump vom Kreuzweghof falsch geschworen hat. Heißt er bei mir Meinetbauer, solange er lebt. Und länger noch, wenn ich ihn überlebe. Solange von ihm die Rede ist. Wenn das wahr war, mir könnten sie ihn beweisen. Wahr ist schon. Aber beweisen lässt es nicht. Denn seinen falschen Eid haben sie eben als Beweis für ihn gelten lassen. Der Meinheitbauer hat, bevor sein Bruder nach Wien ist, schon ganz gut gewusst, was dem sein Willen ist, wenn er verstirbt. Nämlich, dass alles der Frohe und ihre 2 Kinder kehren sollen. Aber der Testament war da. Es war eins da. Wenn der Meinheitbauer vom Gericht heimgekommen ist, hat das Schriftstück selber im Herd verbrennt. Und sein Bub ist gerade zufällig dazugekommen. Das war ein Spektakel am Kreuzweghof. Die alte Mutter vom Bauern hat den Bub gleich auf Zeiten tun müssen. So wütend war der Vater auf ihn. Sie ist mit dem Bub nach Wärm gegangen. Siehst du, Frau, und damals, wie der Meinheitbauer seine Hände zu Gott aufgekommen hat, dass er von keiner Schrift was weiß, da ist kein Donner vom Himmel gefallen. Die Erde ist, hat sich nicht aufgetan. Und mein Kind ist in Not und Unehr da gestanden und auch so verstorben. Seither war es fertig in mir. Seit damals nennen sie mich gottlos. Ich glaube aber nicht, dass um unsere Söhne einmal die Teufel raffert werden. Ich hoffe zu Gott, dass keins von uns in die Hölle kommt. Oh nein, soll schon warm drin sein. Das dauert schon für uns Alte. Wir frieren eh das ganze Jahr. Sag, das ist aus dem Bruder geworden. Hast du nichts von ihm gehört? Freilich. Mehr als mir lieb ist. War der beste im Katechismus. Hat alle Sünden gewusst, die man nicht tun darf. Hat aber auch gewusst, dass in der Beicht vergeben werden. Jesus und Josef. Was hast du denn? Ich meine, jetzt ist gerade einer beim Fenster vorbei. Ich glaube, das war der Jakob. Richtig ist es. Bruder! Jakob? Lieber Hallen, und wie schaust du aus? Mit Verlaub. Grüß dich Gott, Adel. Grüß dich Gott, Froni. Ich bin auch wieder da. Wo kommst du wieder her? Was willst du denn? Kommst du aus der Strafe wieder? Zum letzten Mal, Adel. Hast du alle gesagt, zum letzten Mal? Ich weiß von meinem Versteher. Bist du jetzt mal das letzte Mal in der Strafe gewesen? Das Mal ist gewiss.
Ich hab mein Tal. Und ich kenne es drin. Drin in der Stadt. Im Spital. Da hätten wir es gern kaputt gemacht. Wenn ich einer ein Gravierter geht. Da hab mich aber ein bisschen hergeschleppt. Da kommt mir ein Platz, Lado. Das mit mir zu Ende geht. Das ist ein Feier, du. Da kommen sie mal ins Haus geschnimmt, der verliebt Bruder und die verliebt Schwester. Und kehren die Hand, das kann sie mehr da. Und die alte Adel kann allein auf ihrer Wirtschaft leben oder sterben. Die wollte, die hätte mich nie von da fort. Jetzt ist es vorbei. Ich werde nicht mehr gesund. Ich verspreche auch nichts. Ich wollte es auch nicht. Aber vergangst du mir ein Platz vom Sterben. Dummes Gerät. Vom Sterben wird es nicht sein. Froni, schau dabei auf ihn. Ich gehe am Acker, wo der Niklas arbeitet. Der muss zum Boden in den Ort. Jakob, ich bitte, sag die Wahrheit. Ist der wirklich so schlecht, oder? Ich weiß. Du denkst, wenn einmal läuft, warte, vielleicht dauert es nicht mehr bis morgen. Das zeigt, dass ich die Wahrheit sage. Darum möchte ich den wenigstens betreuen. Der ist nämlich die Einzige auf der Welt, die es gut gemeint hat mit mir. Froni, ich bin froh, dass ich dir noch trief von meinem Ende. Wenn mir das Reden schon schwer wird, ich hab da was zu sagen. Ich hab was für dich. Ich bitte, nur eins, Brüder. Ist was Unrechts? Jesus, Froni. Peinig mich nicht in meiner letzten Stunde. Was ich für dich hab, ist meins von Gott und rechts wegen. Weißt, damals, wenn unser Vater noch wir nicht, war ich mit als Bui. Der hat eine Schrift. Jawohl, das war sein Testament, heimgeschickt. Ein paar Tage drauf, hat ins Spital müssen, die ist bald drauf gestorben. Bevor er rein hat müssen, hat er beim Vater seine Mutter gewohnt. Und der hat ihm Vater seine Sache gefallen. Und hat nachher gesagt, Jakob, das hebe ich da auf. Ich hole mich aber später die zu ihr hintraut, weil ich so lump geworden bin. Aber nur das muss, wie ich gar runtergekommen bin, bin ich hin. So, wie jetzt da steht, hat einer wenig studieren mir Not. Das brave Weib hat von damals richtig noch die paar Sachen aufgehoben. Das Gewand habe ich verkauft. Und eine Wegzehrung bis her zum Boden. Aber ich fordern, sein Beipierchen, habe ich dir von den Radl gehen wollen. Als Anhänger. Ich danke dir recht, Jakob. Da liegt ja Brief drin. Ich weiß, ich hab's da aufgefunden. Es ist noch wie damals, vom Vordern. Das Siegel ist schon ganz verbreitet, ich mach ihn auf. Du. Ist jetzt deine Sache. Er ist von vorn sein Bruder, vom Kreuzweghofbauer, heiliger Gott. Du verschreckst einen. Lass du, was sein Vater geschrieben hat. Lieber Jakob, dein Testament, worin du die Burgerfronin und ihre zwei Kinder als Erben von all dein Hab und Gut einsetzt, habe ich erhalten.
Es ist nicht schön, dass du mich und meine Kinder so drin abfertigst. Jesus Maria, so steht's drein. Und das war der Beweis gewesen. Jesus und Josef, ist das eine dumme Welt? Froni, Froni. Um Himmels Willen, Bruder, bleib bei dir. Du darfst jetzt nicht sterben. Denk an unseren Brief. Wart auf, die Arm wird gleich im Bader da sein. Spät. Alles spät. Wie gefreut nur uns, dass die und der Arm da gut gehen wird. Dass ich da rechtzeitig heimgekommen bin. Das wäre mein letzter Wunsch. Das war mein letzter Wunsch. Gib mir die Quer. Lass mich in der Heimat sterben. Himmlischer Herr. Nicht sterben in Elternhütte. Das noch bewusst. Ich mein Kopf legen kann. An liebste Brust. Lass mir die liebste Hand, die Augen drück zu, für die Gott Heimatland, ich geh zur Ruhe. Fertig, oh mein Gott. Der Bull kommt halt sicher nicht mehr morgen. Jetzt müsste er ja schon da sein. Warte mal, wie du mir sehnst. Ich komm nicht gern spät heim. Wo steckt denn der Toni? Wird mit der Kreszenz mitgegangen sein. Meine Wirtschaft anschauen, weil der weiß Bescheid. Der kann aber nicht weit sein, weil du denkst, steht die Kreszenz und trotzt mit der Großtier. Wer seiner? Ich geh da sein. Hey, Christenz! Ich meine! Gleich, Bruder! Nicht gleich! So, Poet! Der Viehstand und die Wirtschaft. Gern bei, wenn er fragt. Wie schaut's aus, Frau aus der Dacke? Bist zufrieden? Ja, Freude. Ich danke Ihnen, Herrgott. Es ist ein guter Zimmer. Ich bin auch zufrieden. Wenn wir so einer kriegen, was draußen steht. Da bin ich. Was wollen Sie, Vater? Der Vater will nichts. Aber der Vater fragt die Tieren. Was hast du mit meinem Bullen angefangen? Dass du nicht mitbringst. Hast du nicht mehr verloren? Oder war er versetzt? War er verloren, kannst du dann schon austrummeln lassen. Ich such ihn nicht. War er aber versetzt, darf ich ihn nicht auslesen. Nein, ich hoffe, es hat gerade gleich im ersten Hauptsamwarteln angefangen. Auf alles. Du der gerade sagst, müsste mir eine Gnade sein, dass er mit mir geht. Ich hab mir aber gleich gesagt, ich war die Kreszenz mit harten Talersäck und nicht die Froni mit dem fetzen Winkel. Aschert fix! Das hat er nicht not! Er hat Geld gemacht! Muss nicht so hart sein, mein Tommy. Die Tieren wagen ihn. Und ich wette, sie hat nur für die Taler geredet, weil sie das mit der Frau nicht drückt.
Kannst recht haben. Der liebten Weiber schlug auf die Toller Säge und war ein Esel, der es darum nimmt. Weißt du, wie Domini, wo ist er denn hin? Von mir der Fug rennt. Etwa heim? Nein, die entgegengesetzte Straße. Wie ein Sackler, wohin? Was ist? Aber zu der Dirn. Der Froni noch. Nein, das war unnötig. Ich hab gesagt, ihr wisst schon, wohin, wo man lieber hätte. Ja, du komm mir heute heim. Die dumme Geschichte hat mir nicht gefallen. Ich hab gemeint, das ist aus. Und jetzt? Das ist dann auch festhalten können, wie es die Zeit hat, dass du vergisst. Soll das nehmen? Will nicht so. Wann soll ich mir einen Anker gefallen? Und dir am wenigsten. Na, wenn er aber so ist. Sei du studieren. Und du, Schwäger, sag ihm, Toni, er soll keinen neuen spülen. Das ist wohl nichts. Wie sein Wirt so weit dran gehen? Ich merk's. Das soll ich nur in den Ohren machen. Dann wird's erschreckt, was. Schwäger. Ah, was, Schwäger? Schwäger hin, Schwäger her. Hast du ihm die Tür nicht nachgeworfen? Ich hätte ihm nachgeworfen. Etwa nicht, hast du es nicht? Weißt du was, ich kann es auch kalten. So kalt das. Komm mal genug drum. Aber keiner wird den Arm so aufnehmen. Hallo. Hey. Rettung kein Ende. Soll ich ewig zwischen Tür und Angel stehen? Wer ist da der Herr vom Haus? Ja, bin ich. Freut mich. Ich bin der Franz Ferner. Also seh. Du bist Franz. Der Herr sieht den Eingang und den Ausgang von dem Haus. Amen. Ist das die Schwester? Ja, das ist die Christenz. Christenz, bewegt mich in der Brüder. Grüß dein Gott. Freut mich da. Jungs, Dirndl, kannst du nicht zum Brüder du sagen? Nein, das du muss ich mir erst gewinnen. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Schau dir aus mit feinen Herren, was auf die Jagd herkäme. Und dabei ist er ein Student. Und der Student, meine ich, müsste der schwarze Gewand drum, wie ein geistlicher Herr. Und das schwarze Gewand, meine ich, müsste den Bruder gut stellen. Schick dir, mit der Tier muss man nie ins Haus fallen. Und dann klagt er auch gar mit der Kira dir. Es ist mir nie so ausgerutscht. Weil sich das weltlich aufgestattet zeigt, die Inder nicht schickt in diesen christlichen Haus. Wir sind dafür in der ganzen Gegend bekannt. Und der Vater, Gütti aus halber Heiliger. So? Du musst nicht so reden. Wir sind alle sündige Leute. Kongresszenz! Kannst mir auch Wirtschaft sagen? Der Vater hat gewiss mit seinem Sohn an Ort reden. Magst du nicht setzen? Franz. Ja. Bin rechtschaffen müde. Das ist ein Wetterclub bis jetzt. Es ist gegangen. Wird so bleiben dabei. Bereist es eh nicht, dass du gekommen bist. Da haben wir noch einen neuen Wein stehen. Ob's dringen? Greift zu. Kannst du es aber? Schauen wir mal. War nur für den ersten Durst. Ich trinke nicht fort in dem Tempo. Ich muss das noch tun.
red mich schwer mit dir. Wir sind völlig, wir zwei Freunde Leute zueinander. Ich bin da Vater und Kind. Geh, leg dir dein Zeug ab. Bist du da daheim? Danke. Ist nicht nötig. Gibt vielleicht bald wieder Anlass zum Gehen. Was redst? Sagen Sie mir gerade heraus, was Sie eigentlich mit mir vorhaben. Ich komm schon noch drauf, Franz. Lass dich zuerst mal recht anschauen. Du bist mir so klein aus dem Gesicht gekommen. Ich kann es kaum glauben, dass ich so einen großen Bullen haben soll. Und wie sauber das geworden bist. Ist man da nicht verdorben worden in der Stadt? In der Stadt nicht. Geh her, trink noch eins. Das ist ein rechter Levitieren, den du gekriegt hast. Ich sag dir, der macht eine gute Heirat. Sie kriegt den Toni vom Adamshofbauer. Toni ist vom Herzen. Das ist ein Red von einem Bruder. Du kannst dir's vom Herzen. Das ist ein guter Bursch. Du musst dir aber auch was dazu beitragen, dass du frien und glücklich wird. So? Weißt, der alte Adamshofbauer, das ist ein Wiffer. Sein Hof ist der zweitgrößte im Land, nach mein, grenzt an Inseln an und da tat sie am passen, wenn aus den zwei Höfen einer wird. Das war auch drum Wirtschaft. Das waren auch allebei meine Gedanken gewesen. Und da haben wir es ausgemacht, er gibt dem Toni seine Wirtschaft, ich, der Tier und die Mai und setzten so die zwei jungen Leute aufs größte Fleck Erde im Land. Die werden sich auch noch rühren können, wenn Nachwuchs kommen. Ha? So ist es halt interessant ausgemacht. Na und jetzt? Was meinst du dazu? Die muss man da auch anlosen. Darum habe ich die herkommen lassen. Wie hübsch sie doch um den heißen Brei herumschleichen. Und damit Sie sich ja nicht das Maul verbrennen, verlangen Sie noch obendrein von mir, ich soll Ihnen in die Schüssel spucken. Die beiden Höfe sollen eins. Aber auf eine Art, die auch mir gefällt. Der Alte vom Adamshof wird doch ein mannbares Mädel haben. Ja, eine Heder. Die Blauen auch. Gut, so geben's dir den Adamshof und ich heirate dir. Du? Du, Franzl? Yes, du bist mir aber einer. Du hast aber eine Nummer bei dir. Da Toni tat sich bedanken. Was schackert er dann mit ihm? Steck den Burschen in die Kutte. Aber Franz, er ist ja kein Studierter nicht. Aber ich bin einer. Jo, du bist einer. Und das ist mein größter Stolz. Und weil wir jetzt bei der Sache sind, so sage ich dir's auch. Es war der Wunsch deiner Großmutter und deiner Mutter, Gott hab sie alle zwei selig. Und es war halt mein größter Stolz und meine größte Freude, wenn's nur möchtest Geistle werden. Also, warum? Haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Anstatt mich fühlen zu lassen, dass Sie das Ihre lieber Ihrer Tochter gönnten, die Sie für einen halben Heiligen hält, als mir,
der sie als ganzen Sünder kennt. Franz, los mir an! Holzweg, Hofbauer! Du hast nicht mehr den Knaben von damals. Du hast jetzt den Mitwisser vor dir, der reden oder schweigen kann. Mich, das lass dir gesagt sein, kann nichts bestimmen. Die Mühe meiner Studien an den opfervollsten und schlecht besoldetsten Stand zu wenden, für den ihr eure Söhne presst, die ohne Berufung und Weihe sind, sie der Familie und dem Vaterland entzieht, um sie in den ärmlichen Sprengel ihrer Heimat als das Hausen zu sehen, was man sie nicht werden, sondern bleiben lässt, als Bauern in der Sultane. Franz, Franz, lass mich reden. Ich hab schon seit damals niemand anvertrauen können. Das, was nur wir zwei auf der ganzen Welt wissen. Und dieser Herrgott da oben. Und in der Nacht, glaube ich oft, ich bin narrisch. Wenn ich denke, wie oft ich das angemalt habe und davor nie irgendwas beift. Franz, du bist der Einzige, der mir in meiner letzten Not den Sinn einmal vergeben kann. Franz, Franz, verlass ihn vorher nicht. Wenn Sie schon Vergebung suchen, warum denn bei den Mitbefleckten und nicht bei den Reinen? Warum lassen Sie nicht die Kreszenz Nonne werden und für uns beide beten? Die Zenzi, die Zenzi, das arme Dirl, die weiß von nichts. Sollst du die entgelten? Weil Sie zu gut wissen, dass jeder Priester, dem sein Amt heilig ist, Ihnen das unrechte Gut nicht in den Händen lassen würde. So wollen Sie den Himmel selbst hintergehen und sich für Ihren Privatgebrauch einen Gelegenheitspriester konstruieren, der Sie auf eigene Faust entzündigt. So wollen Sie. Nicht aber, was Sie wollen, kommt hier in Betracht, sondern was ich will oder nicht will. So? So höre ich? Na, rede nur aus. Was ich jedoch will, das sage ich Ihnen jetzt, kurz und bündig. Dieses Gut hat mich schon Opfer genug gekostet. Seine unrechtmäßige Erwerbung hat mir die Tage meiner Kindheit vergiftet. Ich will hier Herr sein! Herr willst sein! Hast recht, hast recht. Vergangt, verwirtschaft das ganze Gut. Das geschieht nicht. Seien Sie ohne Sorge. Denn ich habe nicht mit unserem Herrgott Latein, sondern bloß mit Ihnen und anderen Deutsch reden gelernt. Was ich sonst gelernt habe und ob ich zum Großbauern taug, können Sie in der landwirtschaftlichen Schule erfragen. Du hast nicht studiert? Latein nicht. Schuft. Schuft. So betrügst du deinen Vater um sein Geld und um seine letzte Hoffnung auf eine ruhige Sterbestunde. Das ging, als ich ein Kind war. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr an mir vergreifen. Nein, nein. Ich will da nichts. Du wirst halt warten müssen, bis du hierher wirst. Warten wirst müssen, solange ich lebe. Und meine Hand ziehe ich auch von dir. Und auf mein Totenbett, verfluche dich noch. Holzweg, Hofbauer. Besinn dich, ehe du von Fluch und Segen sprichst. Du kannst Gott nicht zu deinem Anwalt machen, nachdem du ihn zum falschen Zeugen entwürdigst. Jesus Maria, so red mir eigens Fleisch und Blut. Du tust nicht wohl daran, Kreuzweg Hofbauer, in dieser Stunde mich zu erinnern, was ich dir sein sollte. Denn dann denke ich auch daran, was du mir warst. Von Kindheit an bis zum heutigen Tag. Weißt du denn auch, was du ohnehin für alle Zeit in mir zerstört hast? Die Familie, die Freundschaft, die Liebe. Franz, Franz, du musst mich anlassen.
Du musst mich anlassen, bevor du mich schlecht machst. Lass dir sagen, was mich schon die ganzen Jahre hier auf der Seele drückt. Ich hab damals nichts Schlechtes gedacht. Der Herr im Himmel ist mein Zeuge. Ich hab damals nichts Schlechtes gedacht. Jetzt hat man recht getan. Wie der Bruder sagt, er will seine Wirtschafterin und ihr Kind alles vermachen. Aber ich hab mir gedacht, soll es so kommen, dann soll es halt auch so sein. Der Bruder ist dann so gerammelt mit dem Bull, mit Jakob nach Wien. Und die Burgerfrau hat sich da am Hof brat gemacht, als ob sie da Bayerin war. Sie hat gewusst, wie weh es das tut. Und sie hat sich dann spüren lassen. Da ist das Testament vom Bruder aus der Stadt gekommen. Ich hab's genommen und ruhig in die Lot gelegt. Da hab mir gedacht, der Bruder kommt eh bald wieder. Ich hab ihm einen Brief geschrieben, dass ich das Testament gerichtet hätte. Hab aber keinen Menschen ein Sterbenswertel davon gesagt, damit keiner der Frau nicht was stecken kann. Dass es nicht nausiganter ist, genießt es eh schon war. Der Totenschein vom Bruder ins Haus. Wie mir da war, das kann ich keinem Menschen beschreiben. Jetzt war die Frau nicht wirklich um auf. Und wenn ich auf mein Weib und den zwei Kinder geschaut habe, und mir dabei gedacht habe, dass jetzt in voller seine reiche Erbschaft in fremde Hände kommen soll, dann hat mir das Herz zusammengezogen. Oft habe ich mir gedacht, tragst jetzt im ganzen Namenstestament zum Gericht. Und in der Nacht, wenn ich keinen Schlaf gefunden habe, bin ich ruhig aufgestanden, hab's aus der Lot genommen und für morgen zurechtgelegt. Aber wenn ich dann auf mein Weib und längere zwei Bettel geschaut und dabei gedacht hab, so ist denen das Hirt schon sagen, dass sie fort müssen vom Vater sein Haus, und in harte Arbeit, da hat mir die Hand zittert und ich hab's wieder zurückgelegt. So ist die Schrift wochenlang bei mir in der Lot gegangen. Da hat's der Frau nicht zu lang gedauert und sie ist zum Gericht gerannt. Und wie ich so zum ersten Verhör ging und sie dort rief und sie so spät gelacht und wie der Richter mich so herrisch ausschreit, wo ich das Testament hätte, bin ich giftig geworden und hab gesagt, es war nicht notwendig, dass das vor das Gericht kam, wenn ein Testament da war. Da schreit der Richter, ist vielleicht keines da? Da ist mir erst der Gedanke gekommen, ob ich nicht so umklingt. Es ist keins da. Ich war in der Wut und hab mit der Frau nicht zum Warteln angefangen. Und da sind mir alle zwei so in Streiten gekommen. Das ist der Richter ausgeschickt. Giftig. Mich heimgekommen. Da habe ich noch nicht gewusst, was draus werden soll. Ich habe meine Hände zum Himmel gehoben, den Herrgott bitt, er soll ein Zeichen tun. Aber es nicht um der Kinder willen. Und wegen dem sündigen Leben, was die Frau mit dem Bruder geführt hat, der wird zur Strafe. Verzeih mich, wenn ich das Testament unterschlagen habe. Du musst wissen, Franz, ich habe noch alle, weil die Angst gehabt wegen dem Brief, der nicht an mich zurückgekommen ist. Dass er womöglich in unrechte Hände gekommen war. Wie aber der Brief verschwunden ist blieb, als hätten der Tod selber mit ins Grab genommen. Siehst, Franz, da haben wir es als erstes Zeichen ausgelegt. Und hab von da an gesagt, es ist kein Testament da. Da ist das Gericht weitergegangen und hat mich schweren lassen, wie mir da war. Ich hab da jetzt nicht sagen können, das Testament ist da. Da bin ich an dem Tag, wo ich Neid hätte leisten sollen, in aller Früh in die Kirche. Hab wieder die Hände zum Himmel gehoben
Den Herbert mit. Er soll noch einmal ein Zeichen geben. Wie aber die Stunde zuber klingt, ich wollte zum Gericht holen. Und es ist allerweil noch nichts geschehen. Da ruft es auf einmal an meine Ehe. Ich schaue auf. Da steht die kleine Kreszenz vor mir, die mir die Mulder schickt, dass ich mich nicht versammeln soll. Da ist vor mir gestanden. In ihren weißen Gewandel. Die geschneckelten Haare am Käpferl. Wie ein Engel vom Himmel. Und hat gesagt, Vater, du sollst schweren gehen. Da bin ich ruhig aufgestanden. Hab im Himmel dankt für sein Gnad. Und mir gelobt um der Kinder willen, nehme die Sünde auf mich. Bin in die Kreisstadt. Aufrecht bin ich in Gericht zu eingegangen. Nur wie ich vor dem Kruzifix mit den brennenden Lichtern stehe, wird mir auf einmal die rechte Hand wie ein Blei. Als Kind ist nicht aufheben. Da kommt mir vor Gott der Gedanke, schwerst nicht, es war kein Testament vorhanden. Schwerst nur, es war nicht da. Das hat mir Courage gegeben. Weil die Schrift ist ja wirklich bei mir daheim im Kasten versteckt gegangen. Ich habe ihn Eid ganz klar und deutlich nachsagen können. Und alles war gut. Kannst du denken, wie ich da gekommen bin, wie ich heimkomme und in der hinteren Kugel die Schrift verbrenne und du stehst auf einmal dabei? Ich hab nicht gewusst, was ich tue, Franz. Ich hab damals nicht gewusst, was ich tue. Mir war, als zögert der Herrgott auch seine Hand von mir auch. Ich weiß nicht, Franz. Damals, gerade so wie heute, trittst du dazwischen. Es ist, als sollte die Geschichte nicht zu einem Ende kommen. Ich weiß nicht mehr, was werden soll. Jesus, dieser Herrgott behielt uns alle zwei. Das wäre uns beiden wohler, alter Mann. Wärst du dein Leben lang weniger, was du fromm nennst, gewesen, aber immer ehrlich geblieben. Guten Abend. Vater! Wer ist? Du! Grüß Gott miteinander. Bleib nur da. Kannst dahin, wo sie mit Matthias ferner zu reden haben. Ich rede jetzt mit mir. Kriegst du Niedl? Rotheit, alle aufgeregt sind, die Spur mit dir. Drin nicht in die Stube von Himmel runtergefallen. Wart, bis man hereinsagt. Und eins muss er dann auch sagen. Dass ich da Herr von Haus und Hof bin. Und wie die nicht Matthias ferner hat, sondern Kreuzweghof Bauer heißt. Und jetzt geh. In der Stunde hoffe ich noch öfter zu kommen, ohne anzuklopfen. Und wenn ich zu dir Matthias ferner sage, so ist das noch alle weiter ehrlicher Name. Und ob die Kleid noch langsam rufen werden, darauf möchte ich nicht schwören. Etwa heißt es in ein paar Wochen, so wie es die Adelsche Oliver sagt, der Meineidbauer. Na, so ein Wort dir? Der Lug ist alt genug geworden. Aber als ehrlicher Feind, so wie das ins Gesicht auf was du dich fast machen darfst. Die nächste Sonne sieht mich bereits am Weg zum Gericht. Ich will da sitzen, am Kreuzweghof, der uns gehört, von Gott und rechts wem, nach dem Vordern seinen letzten Willen. Und du sollst aussehen auf dem nämlichen Weg, auf den du vor Jahren meine Mutter geschickt hast, in Not und Schauen. Nur darfst du nicht wundern, wenn dein Weg anweicht von der Ehrlichkeitsstraße Richtung Zuchthaus. Na so, wart ihr! Schaut mal, und wenn da deine geraden Gierder lieb sind, so schau, dass du fortkommst. Recht wird recht bleiben. Und für enger Sache findet sie heute so weniger Beweis, als wir da mal. Es steht da nicht viel da, dass du den Hochvorraten spürst und mit Recht und Beweis umeinander schmeißt.
Diesmal muss gegen deine eigene Handschrift und gegen deine eigenen Worte abkommen, meinet Bauer. Ich hab den Brief, den du damals im Vor dein Spital geschrieben hast. Das ist nicht so. Das kann nicht sein. Genau so ist. Der Brief, der gilt. Du magst dir sicher denken, wie ich auf die Stunde gewartet und gewartet hab, die ganzen Jahre her. Und darum habe ich auch gewusst, dass du mir die Freude nicht verdirbst, wenn es kommt. Dass du klar, ganz klar werden wirst. So klar, wie du die Änder von alle Leute groß gemacht hast. So habe ich dich gesehen will. Zuerst allein, bevor die alle anderen so gesehen. In den bin ich gekommen. Und jetzt gute Nacht miteinander. Froni! Willst du mir was? Lass mich ein Wort bei dir einlegen für den alten Mann. Wart wenigstens noch zu. Überleg. Überstürz nichts. Ferner, Franz. End in der Totenkammer die Tipps zur Stunde, mein Bruder, nach einem öffentlich verkämmenen Lehm am Lohn. Ich hab so seine letzten Worte, dass mit ihm nicht so weit gekommen war, war er der durch der andere gewesen. Für den musst du nicht bitten. Red ich denn für ihn allein? Froni, trifft's nicht auch mich mit? Armer Bui, ich kann da nicht helfen. Die alte Rechnung muss zuerst beglichen werden. Wenn nichts mehr am Kerbholz steht, dann komm und red für dich. Für dich Gott. Der sich das Lied ausdenkt hat, hat sicher auch gewusst, dass die Lieb doch die größte Spitzbüberei auf der Welt ist. Grüß dich, Froni! Toni? Herrgott, bin ich jetzt dran? Was willst du da? Ich verstehe nicht, wie du noch herdran kannst zu mir. Ich warte schon auf dich, seit es dumm ist. Du bist heute in der Friesenhaber von mir gegangen. Das passt mir nicht.
Du musst mich anlosen. Bleib ja draußen. Ich hab dir nichts zu sagen und von dir auch nichts zu anlosen. Zwischen uns zwei ist aus, denke ich. Und das Gescheiteste wird sein, es geht auch jetzt seinen eigenen Weg. Du warst nicht so gleichgültig, dass du mir auch nur Tipp von gern hast. Na, du hast es not, dass du über mich klagst. Du hättest dir ja auch keinen anderen an den Hals werfen lassen, wenn es da mit mir ernst gewesen war. Schau, ich muss im Fodern fallen. Aha, ich hab nichts dagegen. Bin keiner neidisch, den ich krieg. Ich verwundere jede und verlang nur, dass du jetzt gehst und mich auch viel später in Ruhe lässt. Das heißt, ich bin für dich so gut wie ein Jud, von dem du ausspuckst. Na, mir scheint. Ich spuck vor keinen Juden aus. Dann war denn deine Augen noch schlechter wie ein Jud. Du führst mir ja schöne Reden. Wundert's dich etwa gar, dass ich mir, weil es so gekommen ist, in Schellen nicht anreiß? Schau, Froni, wenn die Christenz es überlegt und mir am Ende da nicht nehmen, geht ich nichts als leere Nachschauen. Und wenn es nehmen muss, wie es ausgemacht ist für das zweite Dickschellen, und ich konnte ihn nicht mehr sehen, gab es wenig Freude für mich auf dieser Welt. Schau her, die bin ich gewohnt. Du bist mein Schatz. Konntest du nicht bleiben? Deine Mutter hat ja auch meinen Bauern gelebt. Der war aber ledig. Die wurden leider weiter nichts nachsagen, als dass du deiner Eltern Kind bist und ihr lustiges Blut nicht anleiden kannst. Ich war ein junges dummes Dirndl, wie ich dich kennengelernt hab. Du hast mir gefallen. So ein Junge gefällt ein leicht einer. Und man meint, was wie er mal ausschaut, müsste da einer sein. War es wenigstens ein bisschen was von mir gewesen, hättest du mir da ehrlich sagen können, aus ist. Du warst allemal in meinen Augen, wenn auch unrechter Liebhaber, so doch ein ehrlicher Mobling. Wenn ich dazu aufgelegt, könnte ich da ganz andere Geschichten erzählen. Etwa wie ich morgen Schatz rumgehen. Oder wie sich schon so manch einer getäuscht hat. Da glaubt er hat schon drei Gebärerin, dabei wird er ja armes Dirndl. Und mit der armen Dirn war, glaubt er, ist recht pfiffig, dass er es verlassen hat. Hat er drei Gebärerin ausgeschlagen. Aber eben die arme Dirn, die ist über die Jahre älter. Und trotzdem so alle Wahl um die war, ist da gescheiter geworden. Jetzt, wo ich wieder frei bin, müsste der andere kommen. Ein richtiger Matzer, den ich ja sage. Und jetzt marschiert du raus, was deiner gekommen bist. Du redest dir nicht schlecht aus. Du, Froni, hörst? Ich hab geredet. Ich weiß was. Wenn du nicht gutwillig gehst, tue ich nicht gar so wild. Lieber als der rechte Mann, wenn ich überhaupt kommen soll, ist dir da der Bulle am Platz. Nun, jetzt hast du Zeit. Was wollen wir sehen da? Froni! Wischen Sie da nicht rein. Wir sind am besten Weg, uns zu verdrohen. Schauen Sie, dass wir weiterkommen. Du bist nicht allein. Ich hätte mit dir zu reden. Ich weiß nicht, wo es um die Zeit. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Nein, interessiert mich auch nicht. Ich bin der Sohn von Adamshofbauern. Freut mich recht. Ich bin der Sohn von Kreuzweghofbauern. Jesus. Der künftige Schwager. Nichts für Unglück. Lass nur keinen von unseren zwei Welten merken, dass du mich getroffen hast. Nein. Aber eine Hand wäscht die andere. Na? Ha! Trotz nichts weiter. Nein, nein. Hab, sag ich. Gute Nacht. Ja, da ist es recht lustig. Wenn er die Zähne dazwischen käme, hätte ich den Hund schon selber ausgewurzelt, dass er sich gewundert hätte. Ich muss jetzt etwa warten, bis ein dritter kommt, der zu ihr noch wieder habsagt. Der dritte wird nicht ausbleiben. Na, das war was. Ich wurde schon bis morgen in der Früh nicht fertig, mich rausschmeißen. Gehen Sie jetzt, es ist Zeit, dass wir schlafen. Hör mich an, Froni. Ich verstehe, dass du ungehalten bist. Ich bin doch nur gekommen, dir einen Dienst zu erweisen. Du wirst doch mich nicht fürchten. Fallert mir nicht ein. Ich fürchte mich vor nichts auf der Welt.
Sprich nicht so, Mädchen. Wo mich den Mann, die Furcht hergetrieben hat. Mein Vater ist auf dem Weg zu dir. Enger Foder, das glaube ich nicht. Wollte Gott, ich hätte mich getäuscht. Der Mann ist gefährlich. Zu einer Stunde, wo bei ihm alles auf dem Spiel steht. Er schreckt vor keinem Gewaltschritt zurück. Darum bin ich gekommen, dich zu schützen. Ich bin gekommen wegen uns allen. Wegen dir, wegen mir und wegen ihm selbst. Meinst du wirklich, dass er was Schlechtes im Sinn hat? Er ist nicht bei Sinnen. Hab Mitleid mit meiner Angst. Ich würde dich bitten, lass mich da draußen vor deiner Türschwelle liegen. Ich darf nicht weg von hier. Ich darf nicht. Sie sind ein guter Bursch. Aber dass ihn da im Haus verstecken darf, das geht nicht. Das darf sie nicht schicken. Du magst wohl recht haben. Ich will dir nicht länger beschwerlich fallen. Ich werde das Häuschen die Nacht über dem Auge behalten. Ich mag dir nach all dem nicht gute Nacht sagen, aber lebe recht wohl. Du bist doch wirklich der aufrichtigste passende Feind, den Inseins auf der Welt holen kann. Ich bin dein Feind nicht. Froni, musst auch nicht der meine sein. Jetzt habe ich mir keine Angst. Seit ich weiß, dass du zu mir rufst. Ja, das ist das Gesicht, das ich oft gesehen habe. Das Gesicht der kleinen Froni. So ungebärdig und treuherzig wie damals, als wir vier Kinder noch auf dem Kreuzweg spielten. Weißt du noch was? Wie ist er recht, der dumme Kinderspülerei? Wir spielten damals die Hochzeit. Der Jakob. Ich erinnere mich jetzt recht gut, wie der damals aussah. Der war der Geistliche, der uns zusammengab. Die kleine Christenz war die Kanzeljungfer. Tja, und Jensen Schläger haben wir für so zu spüren gekriegt. Weil der Mutter hat das nicht passt. Sie hat gefunden, das schickt sie nicht. Lass mich dich morgen in die Kreisstadt begleiten. Es ist ohne dies mein Weg. Ich kehre nicht mehr nach dem Kreuzweghof zurück. Das war mir recht, wenn du mitkommst. So leb wohl für heute. Ich gehe da draußen Wache halten. Das geht nicht. Schau, wie schwarz der Himmel ist. Der alte Kind hat sicher nicht mehr. Und wenn auch, wir kriegen gerade heute wieder Spode Gäste. Die Schmuggler kommen sicher bald rein. Du kannst jetzt ruhig in dort schon. Du magst recht haben. Du bist für heute wohl unter dem Schutz dieser Rechtlosen sicher. Aber morgen in aller Früh komme ich her. Und dann geht's nach der Kreisstadt. Auf Wiedersehen, Froni. Hüt dich Gott. Der Himmel ist sein Oberfallen. Es wird ein Ohr genug drin. Das Häuserl steht da so allein auf der Hehe und der Wind bläst von alle Seiten, wie wenn es der Vater umholt. Und wenn ihm das nicht klicken will, bockt mit Wut und er beilt es durcheinander, dass Tier und Fenster vor Angst schreien. Verschluckst du die Rede? Ich sag gescheiter, du redst nix und nimmst Vernunft an. Bist ja ein wüllige Dieren. Hast du laut Ende nicht nachgeschaut, den ich vorher da rausgestehen gesehen hab? Ich weiß, es ist da nicht um mich. Du hättest das sicher nicht gedacht, wie du mich heute so verrinter gemacht hast, dass ich so schnell wieder aufstehe. Und gar noch herkommt zu dir.
Aber ich mag gerade die Gosche den Dirndl gehen. Es gefällt mir, den Ort zu machen. Und wenn ich auch schon lange nach keinen Dirndl frage. Da hier, komm ich doch her Fenster. Mach keine Umstände, sonst brennen die beim ersten Schrei wieder. Ich bin Brief raus. Denk nicht lang noch. Passt ja doch selber recht gut, dass ich nicht mehr hab. Mach keine Faxen. Beweg dich. Gib nach Hause. Mach mich nicht wütend mit deiner unnötigen Frotzlerei. Hast du nicht dein Buben selber auf mich gehetzt, dass er meinen Brief antrutzt? Es habt jetzt was willst, lasst es mich in Ruhe. Mein Buben? Was redst? Ist die übergeschnappt? Du weißt wohl nicht, wer gerade zum Fenster aus ist. Der Franz weiß. Jesus und Josef. Da findest du an mir vorbei. Und da, das Gewand. Er ist mir zuvor gekommen. Er hat den Brief. Er schuft, will sein Vater ganz ins Unglück stürzen. Das ärgert dich aber gewaltig. Wir zwei sind fertig miteinander. Der Bull kann noch nicht weit sein. Mit denen rede ich jetzt das letzte Wert. Ja, Gott verzeih mir, das sind wir. Aber ich hätte nicht gedacht, vielleicht mein Mund gegenüber selber einer wird. Jetzt habe ich den alten am Franz gehetzt. Dem wird doch nichts geschehen. Ah, der wird ihn dann nicht zu finden sein. Dann mal recht nah, wenn ihm was geschenkt hat. Thank you.
ich mich nicht lang. Ich fehlt mir nicht mehr zurecht. Verrückt weiß ich noch. Und was vorwärts liegt. Hey, holla! Wer nach Franz? Franz! Wer ruft? Hey, holla! Da war's. Bist du's, Franz? Sie treiben sich noch da herum? Bin ich? Du kennst dich da nicht aus. Ich warte. Lassen Sie mich! Unsere Wege gehen auseinander! Du hast den Brief! Wer sagt das? Mit Ihnen selber! Nun, wenn sie es sagt, wird's wohl so sein! Da wird's so ist, auf unten raus! Nein! Franz, ich muss dann holen den Brief! Lassen Sie mich, sage ich. Ich habe mit Ihnen nichts mehr gemein. Franz, du bist ein voller sehr Unglück auslutzen. Oh, wenn ich die Dobes nur nicht mehr wende aus meinen Händen lassen will. Bei allen Heiligen, Franz, wenn du nicht stillhältst und den Brief rausgibst, ich schießt die Ober wie ein Gams. Denk, dass die Finger am Abzug deiner Büchse die Schwurfinger sind. Und dann heb! Heb den Arm, wenn du kannst! Hey, Teufel! Oh, du mein Heiler! Hat das jetzt auch noch sein müssen? Es ist ja völlig von Kind auf bestimmt gewesen, durch meine Hand. Da hinten liegt er jetzt. Der Wildbach reißt er mit bis zu einem scharfen Wasserfall. Tut über die Kanten. Bleibt nichts für ihn ganz. Den Brief verschwappt, den Beweis gegen mich und den Mitwisser bringt nichts mehr ans Tageslicht. Das ist eine Schittung. Das muss eine Schittung sein. Ich hab's ja alle mal gewusst. Du wirst mich nicht verlassen in der Not. Das ist ja recht gescheit, mein Leider, dass ihr mich gleich gerieft habt. Nur immer rechtzeitig dazuschauen. Aber da sind ein paar im Ort, die sagen, ja, der Bader kann auch nichts gegen die Natur machen, was mir nicht hilft. Was tue ich da denn? Er schlauft, wie das ruhige Gewissen. Und morgen steht er gesund wieder auf. Geh's auch schlafen, Dämon. Denn ein Vater ist aus aller Gefahr. Meiner Söhn, bin ich froh. Ich hab schon geglaubt, wir kriegen eine Leiche ins Haus. Die Totenuhr hat die ganze Nacht in Ohren vor Dickt entweint. So ein Blödsinn, Baumur. Die Totenuhr, sag ich Ihnen, ist nichts anderes als wir wollen. Der, was seinem Schädel im Holz anrennt, und bedeutet morsche Brädel und Kram. Siehst nix. Können Sie noch ein wenig aufbauen, Mann? Bei so einem Wetter führe ich passiert da. Wisst ihr, da eine Zeige noch passen?
Die nächste kann ich nicht leihen. Ich habe her müssen, wegen dem Grauner. Daheim schaut es anders aus. Da ist mir weit. Ich mag den Essen auch nicht. Jetzt sollte man an jedem Tropfen führen, wenn ich heute bin. Irgendwo da ein paar andere, brave, die sind in dem Höhlmeter, wenn ich einen grauen Vater zu mir kriege. Naja, dafür kriegen sie einmal einen Nutzen. Ne? Jo, Vater, aber Abend, der sie haben, trotzdem sind weit. Und wo man nicht, wie halt bei euch, schon vor dem Bilder zu tropfen zu kommen, muss euch ja weit nicht leiden kommen. Aha, aha, ich wollte, weil ich trinke. Zu dem. Trinken muss ich sowas. Das gehört dazu. Dass man die Öleinigkeit der Leute so in der Taub geht. Wenn schon das Wetter war schon vorbei. Wollen Sie es daheim? Ich wollte es daheim. Genau. Jetzt war es so ein Loch für eine recht gruselige Geschichte. Da zürfen so eine. Es wisst, der Bader kann grausliche Geschichten nicht leiden. Zählt's nur ein paar Mal. Meiner Tränen könnt ihr eine Gaselhaut kriegen. Und schlechtes Raum. Wie es gleich. Mann, fang's noch. Ich warte schon drauf. Das verlost halt zu. Es war einmal ein Bauer. Oje, ist das eine alte Geschichte von vorn Bauern? Der gemeint hat, wenn er arbeitet, müsste er wissen für was. Oder die von Bauern, der die Kuh ihren Markt geführt hat und die nicht zur Spitzbogen gekommen sind. Brodel nur, Brodel, du dummes Dirndl. Weißt du nicht, dass alle Geschichten so anfangen? Alles dann. Es war einmal der Bauer. Lasst einmal! Da kommt einer daher. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Nein, nein! Da sagen sie mir nicht die ganze Stunde. Dann rennt sie nur so runter. In Ewigkeit, Amen. Bleibst du hinten bei der Ofenbank. Ja, noch zwei, da war arg erwischt. Ziemlich. Sie sind von weit weg, gell? Ich kenne ihn ja nicht. Sie sind nicht von da. Na. Sie sind aber kurz angebunden. Lassen Sie mich in Ruhe, Mann. Wenn man nicht mit zu gehen, wenn ich so wieder ordentlich durchgereicht hat. Dann sind Sie über die Geschichte. Es war einmal ein Bauer. Der war so richtig reich. Und dem ist der Glorhäusler Geld schuldig gewesen. Lang ist es her. Und wie der arme Mann im Sterben liegt, lässt er den reichen Bauern an sein Bett kommen und zahlt ihm alles, was er ihm schuldig gewesen ist. Dann ruft er sein Weib und sagt: Du, ich hab alles gezahlt. Und war tot. Die arme Witwe begrabt ihren Mann. Und ein paar Tage drauf geht zum reichen Bauern und sagt: Du, mein Mann hat dich ausgezahlt. Gib mir das schriftlich. Was, sagt der reiche Bauer, was willst du? Ich hab dir nicht schriftlich zum Geld, denn ich hab von deinen Zölligen keinen Kreuzer gesehen. Der Garnasestern. Da ist das arme Weib zum Gericht gegangen und hat gesagt: So und so hat mir's mein Mann, Gott hab ihm sölig gesagt. Der reiche Bauer aber sagt: Nein. Da hat der reiche Bauer vor das Gericht müssen und hat ohne Genierer die Hand gehoben zu unserem Herrgott und hat geschworen: So ist und so war's, wie er gesagt hat. Auf das Affe haben sie der armen Witwe und ihren zwei Kindern ihr ganzes Hab weggenommen. Und so war der reiche Bauer doppelt zahlt und doppelt reich und doppelt zufrieden. Er hat sich gedacht: Jetzt hast du den Vorteil von der Welt. Und jetzt wird sich mit unserem Herrgott wieder gut stellen.
Ja, hat angefangen, fleißig in die Kirche zu gehen. Zum Betten, Almosen zu geben, Messen zum Stiftler. Und hat von da an bei den Leuten nur noch der fromme Bauer geheißen. Er hat sich auch was drauf eingebildet, dass ihm alles nach seinem Herzen ausgegangen ist. Hat er um einen Regen gebildet, so hat es geregnet. Hat er wegen seinem Viehstand gebildet, hat alle Kühe gehalten, dass er bereit war. Und hat er wegen seinem Kindersegen ein Bitt gestellt, dann hat sein Weib so leicht entbunden, dass es kaum eine Hebamme gebraucht hat. Ja, und hat er sich eingebildet, es muss ein Bull sein, oft war es auch einer. So ist ihm, wie er gemeint hat, das Segen nur so durchs Dach ins Haus gefallen. Und er hat geglaubt, dass kein Mensch mit dem Herrgott besser stehen kann als er. Geht's, die Geschichte hat den Anfang, dass man sie gifen muss. Ach so, ein schlechter Kerl. Na so, der Wort, das Letzte ist das Beste. Alles dann, wie ich sag. Der Bauer hat gelebt, so ruhig, als ob der Herr im Himmel verstorben wäre und hätte dem Teufel die Würde gegeben. Und wie es dem Ende zugegangen ist, hat er sich gedacht, jetzt mache ich das ganz richtig. Ich muss im Himmel da auch nicht gerade auf dem letzten Platz. Er schickt noch einen Beichtvater. Wie der Knecht sagt, wo es da rausgeht, kommt der Geistliche schon daher und sagt, ich weiß schon, ich bin schon da. Die Dienstleute haben ihn alle zum reichen Bauern eingegeben sehen. Und wie er drin war, hat er alle anderen rausgeschickt und hat sie ans Bett gesetzt. Zur selben Zeit aber, und das hat alle im Ort gewundert, was geheißen hat, der Pfarrer war beim reichen Bauern, ist der wirkliche Pfarrer im Wirtshaus gesessen und hat mit dem Bürgermeister und mit dem Lehrer Karten gebracht. Jetzt kommt es mir zu viel. Doch, nicht sein. Erzähl es noch weiter. Wie die zwei so nur in der Stube sein und es ist so ruhig, dass man die Uhr hat gehen gehört, fangt der Fame der, den der reiche Bauer für einen Beichtvater gehalten hat, zum Fluchen an, dass ihm zum Grausen anfängt. Der Bauer hat sich darauf begreizigen wollen, dass er mit seiner Beicht anfangen kann. Er hat es aber nicht zu ihm gebracht. Genauso wenig hat er den Herrgott und alle Heiligen anrufen können. Der schwarze Mann aber, wie er das gesehen hat, hat gelacht. Und hat gesagt, block dich nicht, Bauer, ich weiß eh alles, und besser wie du. Da hat sich der Bauer seinen letzten Rest Courage zusammengenommen und hat gesagt, ich hoffe, mir ist alles verziehen, weil wäret ich in der Schuld, liegt Niedersehen auf mein Haus und auf mein Hof. Da lacht der schwarze Mann, dass den Bauer im Bett zusammenbeilt hat. Ha, und hebt sie so hoch auf, dass er an die Träumung anstößt. Bauer, sagt er, so ist's nicht. Du hast mal die Hand zum Himmel gehoben und hast geschworen, dass dein Lug wahr wäre. Von da an warst du mir verlobt. Und der obere hat von der Stunde an nie mehr nutzen, noch schaden können. Und ich hab dir's gut gehen lassen, dass du dir noch im Gebet versündigst. Dass die Joker weg mir zurückführt zu dem anderen, den ich nicht benennen kann. Du verfluchter Herrfeind. Bauer, sagt der Höllische, mei bist mei. Weil dein ganzes Leben hast du mein Dienst zugebracht. Ich war dein Herr, von dem Augenblick an, wo du vor dem Kreuz der Wahrheit angeschworen hast. Bis später, wo ich dir all deine sündigen Bitten erfüllt habe. Denn es steht geschrieben, ich bin der Lügengott und Fürst der Erde. So schaut's aus. Das ist dann nur ausdenkt. Wo ist dann? Wenn der Bauer merkt, was da los ist, hat er wohl ins Kreuz machen. Der Höllische aber hat gelacht. Ha, 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 ha! Ich weiß,
Du möchtest hier zur Kreuz machen. Und das kommt dir auch da retten, wenn die Hand noch die deine war. Aber du Depp, du vergisst, dass die Finger, die dabei zusammenfalten müssen, die Schwurfinger sind. So heb die Hand, wenn du kannst. Franz, was wisst ihr davon? Aus jedem Eck, verfolg mich an, mit der neugierigen Schau. Fort! Du steigst nach dem Boden raus, du alter Erbfeind! Los auf von mir! Fort! Du musst weg! Weißt du, ich kann mich nicht mehr begreifen! Schau her! Stadtherrn, den sie mitgebracht haben. Sei quer ist ihm losgegangen, er hat sich selbst angeschossen und ist Kopf über in die Wildbachschlucht abgestürzt. Wenn die Schmuggler nicht gerade rechtzeitig dazukommen, dass sie nur da klingeln können, der Rot hängt in die Stauern. Die, wo sie da gefangen hat, war er da jetzt tot. Ich hole ihn gleich. Ich trau mich gar nicht gerade denken. Wird nicht so sein. Jetzt, was er ist. Franz! Franz, an dem bin ich schuld. Sei nicht hart. Ich bitte dich, dass ich den Alten auf die Kette tue. Hätte ich mir das denken können, dass so ausgeht oft. Was sprichst du denn? Ich selbst habe ja... Tja, du hast dich leicht angeschossen mit Gewehr, das der andere gehabt hat. Wenn du mir einen Dienst erweisen willst. Ah, Spektakel! Das geht's denn? Wer ist denn der? Der Ferner Franz. Der junge Meinheitbauer? Der ist kein Meinheitbauer an. Der nicht. Da bist du leicht in den Ando verschossen. Was du noch gleich wieder denkst. Aber wenn du mir was Gutes tun willst, Ali, bloß mit bei ihm. Na meinetwegen, spür die barmherzige Samariterin. Der schnottert nix. Hätte nie gedacht, was heute unter mein Dach alles noch zusammenkommt. Wir sind allein, Franz. Darf ich jetzt sagen, wie die Wahrheit ist? Wozu? Wozu auch? Jetzt anders dadurch. Ich bin verunglückt. Und damit ist alles ausgeglichen. Und weder du bist schuld, noch der andere. Es gibt mir keine Ruhe, dass du um mich hast leiden müssen. Dass du vielleicht ein Leben lang ein Krippel bleibst. Das soll's. Lass gut sein, Froni. Was sein soll, wird kommen. Du musst nicht viel davon reden. Das quält mich. Ich brauche Ruhe. Froni, sag. Was ist denn das für ein leises Schwirren in der Luft?
Das Kind von der Ortschaft taufen. Sie leiten für ein Ziegeln. Wohl ihm. Ich wollte, sie läuteten es für mich. Geh, was tust du jetzt auf einmal so verzogen? Und kaum vor einer Stunde warst du mein couragierter Bulli. Froni, das merke ich jetzt. Die Schande, die hereinbricht über unser Haus, die richtet's nun mit einem Male. Die überlebe ich nicht, so wie du mich da siehst. Red nicht so. Ich hätte sicher keine Freude an mein Recht, wenn es dir dabei schlecht geht. Du bist der Beste, der liebste Freund, den ich auf der Welt habe. Ich wisse keinen anderen. Ich danke dir, Froni. Hoch. Sie haben zu läuten aufgehört. Du wirst wohl wilde Rosen für das Grab deines Freundes haben. Ihr werdet zu diesem Hügel kommen. Du und der Toni, wenn ihr versöhnt seid, du magst es ja dem Toni sagen. Er wird mir diese letzte Liebe nicht neiden. Was kümmert dich der Bull? Wenn er jetzt kam, von oben bis unten, im bulligen Gewand, wie ein Prinz, du stehst neben ihm, wie es da bist, in einem zerrissenen Gewand, krank und schwach. Ich sage dir, das ist mein Freund, du nimmer. Nein, Franz, du musst nicht so traurig daherrennen. Leb gut weiter, ich bitte dich recht schön. Denk das aus, wie die Morgenfrische vom grünen Tannen erzeugt. Wie eine kalte Weihrauchblüten, die weil die Vögel draus das große Hochamt singen. Oh gewiss, Franz, nachher wirst du schon wieder leben wollen. Es ist so schön, so in die Welt reinzuschauen. So alt und doch alleweil neu, bei jedem Morgenlicht und jeder Abendrücken. Na, Franz, du darfst mir nicht sterben. Ach, wenn das alles ein Traum wäre, was auf mir liegt. Wenn ich's abschütteln könnte am Morgen, im lichten, heiteren Morgen, ja, dann... Siehst, dann willst du leben wollen. Ich tat dich gut pflegen, dass du mir wieder gesund wurdest und hätte eine neue Freude dabei. Du kannst ja bei mir am Kreuzweg hochbleiben und ich möchte wissen, wer der Schand nachredet, wenn ich dich in Ehren hole. Geh bleib da und red nichts mehr von Sterben. Um Gottes Willen, Froni, hör auf. Lock mich nicht ins Leben. Es ist wohl besser so. Franz, ich habe noch keinen kennengelernt, der so ehrlich, so treu und so brav ist wie du. Der in Tod und Verderben einrennt für ein fremdes Recht zu seinen eigenen Schon. Wann ist das in der ewigen Nacht, die Schande? Und vertrauert dir allein mir recht auf. Franz, ich hab keinen Tod. Was verlangst du dafür? Und lebst mit mir weiter bis in die Jahr eine, wo wir alle zwei graue Haare haben. Froni, ich kann dir nicht folgen. Besser, tot's Recht wird nie lebendig, als du stirbst mir. Seliger Vater da oben. Du musst nicht hab sein auf der Dirndl, wenn's er dein und ihr Recht vergibt. Es kehrt jetzt mir allein und ich schad kann damit. Es liegen Söhrlichen aber im Himmel an. Kennst du nichts dagegen haben, wenn ich nach mein Herzen gehe und noch keinen Nutzen frag, auf der er leben will? So, aus ist. Licht? Jetzt morgen? Was hast du? Ich verbrenne, was dich kränkt. Froni, den Brief. Was tust du? Was soll nun werden? Wo käme, was käme will.
wenn nur du mir nicht aus der Welt rennst. Froni. Du musst mich zutiefst in die Seele hineingehen haben. Franz. Es kann schon sein, aber du musst es nicht so entwöhnt ausschreien. Na, kommt, wenn ihr es sehen wollt. Also, wie ist er, Jo? Wer ist nicht der Kleiner? Bruder. Was habt ihr? Alle Dienstleute von Adamshof und von Greifweghof waren am Weg einer Vordersucher, der heute Nacht vor seinem Hof wie von Erdboden verschwunden war. Du hast den alten Mann ja nicht gut kennt und erst heute in der Früh, nach langer Zeit wiedergesehen. Es wird der drum nicht so bedrucken. Wir haben ihn gerade gefunden. Am Friedhof liegt er, in der Totenkammer. Mutter Lies, er liegt neben der Leiche von dem Enkelkind, neben dem Jakob. Das war ein kurzes Wiedersehen. Die Wunde an meiner Linken mahnt mich noch, wie ernst es ihm war, Besitz und Herrschaft festzuhalten. Und jetzt eine Handvoll Erde für deinen Kreuzweghof. Du bist jetzt der Herr am Kreuzweghof. Verlass der Schwester nicht und denk auf sie, wenn es mit dem Toni was werden sollte. Wann etwa wegen der Froni? Die Froni steht nicht mehr zwischen euch. Wenn das Trauerjahr um ist, führe ich sie auf den Kreuzweghof. Nimm mich mit auf den Erbe, liebe Kreuzwegbäuerin. Vergiss über die Liebe des Jungen den Hass des alten Bauern. Lass uns das Geheimnis des Toten in unser Herzen verschließen. Und auf das ihm die Erde leicht sei. Froni, verzeih ihm. Er ruhe in Frieden. Amen. Wir werden ausgejagt ins Land. Aus ist und vorbei ist. Da sind neue Leute und die Welt fängt erst an. Teil unseres Lebens und ein deutlicher Grund, warum wir so sein, wie wir sein. So wie der Großknecht damals zuerst in die Schüssel gefasst hat oder der Levi seine koscheren Papieren ausgepackt hat. Es ist Tradition gewesen der vergangenen Zeit. Es ist zuerst das zweite Spieljahr unserer Gruppe und trotzdem, es gehört es schon zu unserer Tradition, dass wir gemeinsam da oben beim Bocher mit euch ein kleines Theaterfest feiern wollen. Und deswegen freue ich mich schon, dass wir da oben ein Glas Wein trinken können. Und ich freue mich auf ein nettes Gespräch mit demjenigen,
der mir das Karten wieder zurückgibt.